Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier unterwegs, wollen die Norweger hier ein bisschen mehr in die Knie zwingen, hatten wir gesagt. Wir haben hier oben vor, Island zu übernehmen. Da sind wir bei, aber wir haben hier noch ein Schiff, was wir losgeschickt haben, ohne Leute, glaubt drauf, ne? Da schicken wir die mal gleich wieder zurück. Das hat gut geklappt, ne? Nämlich gar nicht. Die marschieren dahin. Da kann ich, glaube ich, auch noch nichts dran ändern. Genau. Dieses haben wir doch schon kolonisiert, oder? Nee, da können wir dann leider... Ich hätte jetzt hier gerne noch Truppen ausgehoben, aber das geht gar nicht, weil wir die noch nicht besitzen, ne? Gut, die Kogge war hier im Anmarsch. Die haben wir da schon gemacht. Die dauert aber noch ziemlich lange. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir müssen diese Truppe auch erst hier runterbringen, um unsere Einheit zu verstärken, damit die Norweger vielleicht schlagen kann dann, ne? Gut, lassen wir laufen. Oder lassen wir nicht laufen, wir gucken erstmal hier oben nochmal rein. Tyrone. Wo kommen die denn raus? Ist das dann in Irland? Und wer ist Digo? Da kommen die weg. Können wir da was gegen tun? Ja. Kultur ändern. Und die unterdrücken wir gerade mal auch noch einmal. Und wenn wir dann... Flandern. Da gibt es keine Maßnahmen für. Navarra. Geht auch nichts dann. Okay, das ist dann halt so. Hier ist natürlich, dass die dann, ja, müssen wir gucken. Wenn wir die befreien, könnte es sein, dass es dann eher was wird. Gucken wir erstmal weiter. Frosch im Hals natürlich. Also mal hier. Konzentriert eine große Flotte, können wir uns nicht leisten. Und Picardy erobern geht gerade auch nicht. Beraterstuhl ist klar, wollen wir jetzt nicht. Unruhen ist auch klar. Hohe Kriegsmüdigkeit können wir nicht senken. Alles andere sind wir am Managen. So läuft. Glaube ich. Müssen wir auf Schiff warten. Das ist da hingefahren erst und dann wieder zurück. Okay, kann man nicht ändern. Ist so. Okay. Ich weiß nicht, ob die das dann noch wegschaffen. Ne? Kann auch sein, dass die gleich im Kampf verwickelt sind. Frankreich Frieden verhandeln. 264. Jetzt werden sie wieder größenwahnsinnig. Kriegsgrund verloren. Schatzmeister verstorben. Und Kredit aufgenommen. Ah, die sind schon angekommen. Gut. Auswählen. Einschiffen. Und. Erlasst sie. Geldreform. Stabi verlieren, oder? Wie sieht's denn da aus? Wir haben keine. Zack, dann kriegen wir halt Inflation. Können wir aber auch gegenwirken gleich. Fast schon. Aber hier geht's natürlich rapide runter, wie man gerade sieht. Aber das ist halt so. Die bringen wir dahin. Die können das noch nicht mal befreien. Auch cool. Was haben wir hier? Oh, da kommen die Norweger. Die fahren aber woanders hin. 312, okay. So, die rutschen dahin. Und das Schiff fährt dann wieder dahin. Kommen wir nicht mehr weg. Jetzt kommen die zwei. Ist die Frage, ob unsere Kogge das schafft. Tatsächlich, ne? Die Schiffe sind einfach so gut, wenn in Holland, Holländern, sage ich schon. Diplomat abwählen. Die Verein war da. Da stand eben, dass das nicht geht, ne? Ist krass, oder? So.
So, mal langsam hier, ist zu viel. Darlehensangebot nehmen wir an, ist klar. Und die sind wieder mit 336 abgelehnt. Hier könnte man was bauen. Ja. Bin ich aber jetzt nicht für zu haben, wirklich, ne? Marktplatz, oh, der Marktplatz bringt hier natürlich viel, ne? 1,58. Aber warte mal, das ist handelswert, das ist nicht Geld. Lassen wir erst besser sein, wir brauchen momentan wahrscheinlich das Geld woanders für. So, lass mal weiterlaufen. Unser Schiff macht jetzt doch schlapp. Jetzt haben wir die Belagerung gewonnen. Diese Seeschlacht verlieren wir dann doch noch. Das wäre sehr ärgerlich. Die Kogge ist noch nicht so weit. Okay, der Agent wurde entdeckt. Dann ziehen wir den mal ab, oder? Okay. Karte stellen können wir machen, okay. Also das geht in die Knie leider. Das ist nicht so schön. Das wird noch, aber das dauert nicht mehr lange, da ist das hier fertig. Dann müssen wir Darlehen zurückbezahlen. Hier sind es 144, das wird besser. Jetzt kriegen wir hier eine Niederlage. Karten 45. Akzeptieren wir natürlich. Was ist das? Wir können eine Initiative fördern. Kolonismus. Kolonialismus oder so ähnlich. Sollten wir dies tun? Das ist die Frage. Okay, ist verloren. Damit ist das Schiff auch verloren, weil es nur eins war. Ne? Ärgerlich. Allerdings haben wir hier einen Stand von 22 jetzt. Sehr interessant. Und weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir hier aufs Meer. Wo sind sie? Da sind sie. Und holen uns da zwei Koggen weg. Da waren wir. Die zwei Koggen. Wähle die Einheiten aus. Und fahren wir dahin. Gut. Und ja, die lass laufen. Das ist alles geklärt, oder? Das ist jetzt nur eine Sache, ne? Ich warte da noch ab, bis wir mehr Geld haben, denke ich mal. Dann wird natürlich nicht mehr, ne? Aber ist so. Gut. Stopp mal, was ist das? Ach so, das ist ein Friedensangebot von Norwegen, ne? Ablehnen. Und was bieten die uns an? Die Fähre, Orkneys, 72 Dukaten. Nee. Das machen wir nicht. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Können wir hier noch was machen? Landrische Nationalisten. Die müssen wir definitiv unterdrücken. Und das wollen wir auch ändern. Die sind jetzt nur noch 50. Jetzt ist noch Nirvana da unten. Das geht auch. Das mache ich auch. Ich will die da unten auch nicht rauskommen haben. Obwohl das gegen die Franzosen vielleicht nicht verkehrt wäre. Ne? Obwohl ich hätte Desmond nehmen sollen hier. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, ne? Ist klar. Gut, und da haben wir da auch noch welche. Okay, dafür haben wir auch genug Truppen an Land, die dann das was machen können. So. Verlängert das da denn? Alles klar. Die beiden Dingenskoggen fahren da erstmal rüber.
1,5, jetzt sind das schon zwei, ne? Aber wir haben leider keine Leute hier und deswegen kommen wir da auch nicht hin. Das ist nur besetzt. Ach, das ist noch nicht mal hier, sag schon, kolonisiert. Das ist ja ganz schlecht. Was ist das? 168. Dann müssen wir warten, bis die da sind und dann übersetzen. So. Auswählen. Können wir beide nehmen. So, irgendwo sind sie rausgekommen in Quark. Warte mal, die beide dahin. Das ist schon mal klar. Und jetzt müssen wir hier nach rüber, nach Quark. Da unten. Das sind 10. Und dann schicken wir die mal dahin, ne? Nützt ja nichts. Muss so sein. Die 7,5 haben wir da stehen. Jetzt ist die Frage. Nee. Ihr sollt dahin. Das ist schon richtig. Hier. Wieso kann ich die nicht auswählen? Ihr geht da wieder zurück, weil das ist mir zu gefährlich. Die zu verlieren wäre auch nicht so toll, ne? So, die waren noch nicht mal vereint, okay. Kennt. Nein. Wir haben gehört, dass Provence Druckerpresse fördert. Okay. Und die auch. Ja. Eigentlich läuft das, ne? So, das haben wir befreit. Hier sind wir voran. Die werden jetzt Quark da oder haben schon eingenommen. Und wir müssen jetzt mit den Truppen dort rüber. Da fahren wir dahin. Die Bretagne schenkt uns 40, das ist gut so. Verlängert. Quark haben wir gewonnen. Da nehmen wir die Truppen runter, die sollen noch da. Marschieren sie jetzt darüber, ist aber auch okay. 192 abgelehnt. Falschen Button erwischt. Ah, da gibt es schon ein paar Taler mehr. Reicht mir aber nicht. Wir haben hier schon einen Kriegsstand von 24, ne? sie trauern um ihre Mütter. 40 Dukaten verlieren. 2 Kriegsmüdigkeit runter. Oder Rekruten haben wir gar nicht. Das heißt also, wir müssen die Rekruten wieder nehmen. Gut. Passiert hier auch was? Ja. Schick die mal ruhig dahin. Quark wird jetzt von England wieder besetzt. Gut. Die gucken. Fahren wieder dahin. Was ist das? Okay, das ist akzeptiert. Das heißt, das ist jetzt ein... Ne, doch nicht. Aber fast. Dauert nicht mehr lange. So, da kann man nichts ausheben, weil wir die 1000 Leute nicht haben. Super, oder? Was geht hier ab? Okay. Ablehnen. 192. Das wird von England besetzt. Die Truppen zusammenziehen. Füllen die sich da jetzt auf oder nicht? Das ist die Frage, ne? Friedensangebot der Franzosen. Ist abzulehnen. Die fahren jetzt darüber. Und dann fahren wir besser da oben hin. Kommt mir sicherer vor. Truppen haben wir keine. Die können sie nie auffüllen, weil wir hier auch keine Reserve mehr haben, ne? Das ist wieder das alte Angebot. Lehnen wir ab. Steuern verlängern wir. Das haben wir auch verlängert. Gut. So, jetzt ist die Frage, ob wir dahin schaffen. Abbrechen. Gehen wir darüber. Gut. 06. Das wird hier noch heikel, ne? Geh mal dahin.
Dann kriegen wir das vielleicht eher hin. Wir sitzen da auf dem Schiff drauf. Jetzt sag nicht, die sind da wieder nicht drauf gekommen. Das kann's doch nicht sein, oder? Da waren noch 1000, oder? Sind die da doch drauf, weil die fahren, sehen wir die nicht. Da können die jetzt eine... Sehr gut. Timuridenreich, okay. 240 möchten die jetzt haben, okay. Da sind keine Leute drauf. Ich habe doch Leute da mitgenommen. Wo sind die geblieben? Da waren 1000 Leute. Gibt's nicht, oder? Muss ich jetzt da welche nehmen? Doof gelaufen, ne? Stehen die ja noch? Nein, tun sie nicht. Wo ist denn unser Schiff jetzt? Wo kommen die raus? In Limerick. Limerick, das muss dabei Quark sein, ne? Können wir gleich im Kern vernichten. Das Schiff ist da. So. Ja, sorry, aber ich kann es nicht ändern. Darlehen zurück, Provence gerettet. So. Die marschieren da mal lang. Die 1000 gehen aufs Schiff. Was war das? 192 abgelehnt. So. Ereignisse. So, jetzt möchte ich sehen, dass das klappt, ne? Die 1000 sind schon wieder weg. Hier sind es nur 600. Ist die Frage, ob die noch da bleiben, ne? Also die nächsten 1000 dann reichen, ne? Forderung ignorieren. Ich kann kein Prestige verlieren, ich brauche das Prestige gewinnen. So, dann müssen wir die Truppen ans Land bringen und wollen hoffen, dass diese roten Ausrufungszeichen da weggehen, ne? Friedensangebot der Norweger. Ich habe wieder daneben geklickt. Immer noch das gleiche. Lehne ich noch ab. So, weiter. Ne, läuft noch. 900. Und da den aufgenommen. Jetzt haben wir keine Kolonie mehr am Rennen, aber es ist trotzdem noch so teuer, ne? Aha, wir können das Land befreien. Die bleiben aber da und wir fahren lieber hier hin. Wir marschieren dahin, ne? Nein, das wollen wir nicht tun. Zurückzahlen. Das möchten wir nicht. Reykjavik wird von... Super. Nein, abbrechen. Ich komme da nicht durch. Super. Wisst ihr was? Dann marschiert mal hier hin. Und bleibt erstmal da. Oder nee, die Schiffe sind doch gleich wieder einsatzbereit, ne? Aber müssen wir mal gerade gucken, wie die aussehen. 73, 70, oh, das geht. Dann lass die mal da hinfahren. Das müssen wir ablehnen. Ist hier irgendwas? Was sieht es hier aus? Tyrone, kommen die gleich raus? Lass sie rauskommen. Wir haben genug Soldaten erstmal da. Die Plandrischen. Unterdrücken, ne? Wir haben noch volle Dingens, ne?
Wo haben wir denn da verloren? Also erstmal ablehnen. Zeigen. Ah, das waren die 3.500, die weggekickt haben, ne? Ja, das ist schade. Wir marschieren sofort darüber. Wir können das auch zusammen machen. Gut, dann bedeutet das, dass die auch zurück können, weil da keine Truppen mehr unten sind. Und wir haben auch keine Truppen mehr da. Jetzt wäre es nur... Ja, müssen wir überlegen, ob wir die da drauf nehmen gleich, ne? Die marschieren darüber, oder? Ja. Agent entdeckt, auch schön. Das befreien die gerade wieder. Das ist, können sie aber nicht, wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle. Gut, müssen wir mal eine Pause machen. England tritt ab. Nö, das ist ja das Falsche. Ich wollte das wissen. 96 lehnen wir ab. Dann nehmen wir mal ein paar Schiffe. Sechs, ja, reicht erstmal, ne? Oder? Ne, machen wir noch zwei Kogge mehr. Achte. Dann wählen wir die Einheiten aus. Die. Jetzt weiß ich nicht, wo die drauf gehen, ne? Warte mal. Das auswählen. Die stellen wir dahin und die rutschen auf die 11 Schiffe drauf, oder? Ja. Ich hoffe, das war jetzt alles so richtig. Die gehen da drauf und dann gucken wir, dass wir hier dahin kommen. Und dann werden wir die da mal befreien. So. Modifikator-Mission der neuen Welt ist für den Stand Kleros abgelaufen. Okay. Kommandant. Okay, das ist, glaube ich, schlecht. Ist der hierbei? Ich glaube schon, ne? Ne, der ist da noch da. Dann passt das noch. So. Ach, guck, die Franzosen sind wieder da drin, ne? Haben sie wieder Burgund-Rechte gekriegt, ne? Dann würde ich jetzt sagen, marschieren die 35.000 mal dahin. Okay. Wo ist das? Da oben. Okay. Das ist alles erledigt. So, jetzt müsste man eigentlich dann schauen, dass man nochmal verhandelt mit den Norwegern. Ich das nehme und das nehme. Das würde auch gehen. Das würde auch gehen. Das würde auch gehen. Und dieses hier würde nicht mehr gehen. Wenn wir momentan da irgendwelche Inseln eher nicht so wichtig wären, ne? Wenn ich diese wieder wegmache, geht's ja da. Und wenn ich jetzt hier noch was nehme, geht's nicht mehr. Finnland ist schon weg, gehört dir nicht mehr, oder was? Tatsächlich. Kriege ich denn hier noch einen? Nee. Gut, das bedeutet, da kämpfen wir noch ein bisschen weiter. Die müssen wir gleich mal angreifen. Dafür haben wir aber diese Flotte gleich da unterwegs, oder? Gut, lass laufen. Darlehen zurückzahlen, ja. Belagerung von Calais.
Können wir nicht ändern, ist auch klar. Da sind wir den Franzosen drin, wie immer. Die wollen jetzt wieder dicke Ansprüche stellen. 437, krass. Die machen wir da erstmal kaputt. Ne, läuft ja noch. Gut. Okay. Das zahlen wir zurück. Das ist schon wieder befreit, okay. Das waren die, wo wir 3,5 drauf hatten und das nicht klappte, ne? 1,5. So. Hier, das haben die Schweden auch genommen, ne? Oh, oh. So, lass mal laufen, damit wir die 900 da mal von der Insel entfernen. Okay. Wieso haben wir nur noch 8% hier stehen? Wir nehmen 35. Was soll der Blödsinn denn jetzt? Das haben wir eingenommen. Weil das weg ist, oder was? Komisch. Mach die mal da drauf. Lass weiterlaufen. Die da drauf. Machen sie schon. Und dann fahren wir mal darüber. Gucken uns das da an. In der Hoffnung, dass das geht. Hier nicht so viele Schweden rumfahren, ne? Oder Norweger rumfahren. Stopp mal, da müssen wir gerade zwei Dinger wegmachen. 368. 299. Zurückzahlen. Kann ich jetzt hier was sehen? Nee, ne? Ein Beobachter, Quartiermeister, okay. Kann ich da jetzt rüber? Ich sehe da niemanden. Gehen die da auch hin? Ja, ne? Jetzt wird das hier 7%. Warum wird das weniger anstatt mehr? Sind die irgendwo angelandet? Nee, nicht wirklich. Die laufen da auch endlich drauf. Die fahren da bitte hin. Das ist nicht mehr. Schade. Schaffen die da auch hin? Ja. Ist nur aufpassen, dass niemand kommt von den Rebellen, ne? Schickt ihnen, was sie besorgen. Verlieren wir 100 Dukaten, die wir nicht haben. Unruhen, lokal, kann ich auch nicht ändern, ist so. 6% stehen da unten. So, das wird jetzt von uns besetzt. Ich gehe mal einen weiter nach da. Und irgendwo kommen die raus. Weißer Friede, abgelehnt. Okay, die Nationalisten in Thüringen. Und ich sehe gerade, dass wir ganz schnell aufs Schiff müssen. In der Hoffnung, dass das noch klappt. Und hier müssen die dahin. Und weiterlaufen lassen. Kriegen wir die noch aufs Schiff? Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Okay.
Die fahren wir da hin. Und das ist von den Nationalisten besetzt. Okay, das ist jetzt aber auch nicht so wild. 322, die wieder. Und ich sag mal, wir machen jetzt hier gerade erst eine Pause, weil ich glaube, die Folge ist schon verdammt lang und den Rest machen wir in der nächsten Folge dann. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.